So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Und es regnet. Es regnet und unser Auto hat schon wieder diese hässliche Farbe. Was ist damit falsch? Du sollst nicht so sein. Vielleicht passiert das bei Regen einfach. Egal, ich werde nach einer besseren Farbe ausschalten, aber heute kommt was Besonderes. Etwas sehr Besonderes, warte mal. Bilden sich auf der Straße überhaupt Pfützen? Tatsächlich, also wenn man das hier Straße nennen kann. Nein, heute sind wir, machen wir Jagd. Auf einen gewissen Behemoth. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Oh Gott. Okay, fast krepiert. Gut. Nebelauges Unterschlupf finden. Spuren lesen bei dem Regen dürfte ein wenig kompliziert sein. Warum regnet es überhaupt? Das letzte Mal, als ich gespeichert habe, war es sonnig. Ach, egal. Gut, und wir gehen hier gerade den falschen Weg lang. Wir müssten nämlich hier lang gehen. Aber naja, der Wald braucht Wasser. Okay, da hinten hat irgendetwas Bäume umgeworfen. Ich glaube, es war der Behemoth. Sieh mir einer an. Die Bäume, die uns zuvor den Weg versperrt haben. Wenn man die sich mal genauer ansieht. Das sind ein paar kranke Kratzspuren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich diesem Viech begegnen möchte. Ich bin mir nicht sicher. Boah, eigentlich will ich das ja schon. Hier gibt's nichts. Und es wird nebelig, okay. Ja, sehr, sehr frisch. Okay, hier hat er den Baum gefällt. Hier geht's lang. Okay, Nebelauge scheint ein, ein Quinqui Schnurhaar. Alles klar. Nebelauge scheint ein echt passender Name zu sein. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter Schwede. So, und es scheint so, als wäre es vorbei mit dem Regen. Die Sonne kommt raus, sieht man. Aber neblig bleibt es trotzdem. Hier haben wir nichts. Gucken wir uns das Ganze trotzdem nochmal genauer an. Hier ist auch nichts. Puh.
Die Frage ist, gehen wir links oder rechts? Hier ist ein Item. Aber ich gehe trotzdem vorher einmal kurz rechts lang. Weil ihr kennt mich ja. Ich kann nicht anders, als den Weg zu gehen, als den Weg zuerst zu gehen, den ich nicht gehen soll. Und hier finden wir ein Drillhorn. Was auch immer das soll. Oder ist. Okay, gehen wir weiter. Aber ein bisschen vorsichtig. Wir wollen nicht von dem Viech entdeckt werden. Zumindest nicht früh. Nicht so frühzeitig. Ein Behemoth-Horn. Okay. Alles klar. So, Nebel finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Das sollten sie auch als Wettereffekt einführen. Weil das ist, glaube ich, jetzt einfach nur ortsspezifisch. Oh, yeah. Das kann ja was werden. Noch ein Schnurrhaar. Und hier haben wir einen Wellblechverschlag. Ist klar. Dann gehen wir mal durch. Nebelauge, ja, das ist blind auf dem linken Auge. Und es frisst wahrscheinlich die Chocobos. Was der Grund ist, warum der gesamte Chocobo-Verkehr eingestellt ist. Alter, ist das wirklich groß. Holy fuck! Okay. Das Viech ist abgedampft. Das ist ja schlimm. Schlimmer als ein T-Rex. Holy shit. Okay. Okay, alles klar. Ja, logisch. Also wenn Prompto das miterlebt hätte, der wäre wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Ja, das logischer Schluss. Gehen wir mal weiter. Das sind nur Wurzeln. Ich dachte gerade, das ist ja ein Knochen von Tieren oder sowas. Da liegt was hinter dem Baum. Noch ein Schnurrhaar.
Aber kann es das Biest nicht wittern? Müsste es doch eigentlich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Krass Teil. Okay. Weiter über diese Wurzeln. Hier gibt es derweil nicht mehr. Und zum nächsten Verschlag. Beziehungsweise Hindernis. Schon mal die richtige Waffe ausrüsten. Ist nichts. Noch ein Schnurhaar. Wir finden ganz schön viele Schnurhaare. Wofür man die wohl brauchen kann. Man wird sehen. Ja. Wir sollten vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig. Ich würde mal sagen, ab hier gibt's kein Zurück. Yep. Kein Zurück. いたぞ。仕掛けるか。いや。奴は隅から向かっているはずだ。そっと後をつけて場所を特定しよう。了解。そっとな。 Folge Nebelauge unbemerkt zu seinem Unterschlupf. Wenn er dich bemerkt oder du ihn aus dem Augen verlierst, ist die Verfolgung gescheitert. Im linken Auge war er blind. Nebelauge wittert dich. Bleib in Deckung oder entferne dich. Mann, ist das Viech groß. Alles klar. Nicht wirklich Zeit, um hier nach Schätzen zu suchen. Aber die Gegend können wir später wahrscheinlich durchsuchen. Das Viech ist huge. Nein, das war auf dem rechten Auge blinkt, nicht auf dem linken. Oder? Ich bin mir gerade nicht komplett sicher. Bleiben wir einfach hinter ihm. Das wird schon sicher sein.
Gott. Du hast Nebelauges Versteck erreicht. Zwänge dich durch die Felsspalte und betritt die Ruinen. Hier geht's also weiter, ha? Gut. Ich dachte, ich hätte ihn verloren, aber er ist einfach nur darüber gejumpt. Alles klar, dann ist das hier eigentlich jetzt die Gelegenheit, sich hier einmal genauer umzusehen, bevor wir die Ruinen betreten. Ob hier nicht was liegt? Was Schönes. Wahrscheinlich nicht. Nein. Wahrscheinlich nicht. Doch, hier liegt schon was. Massivknochen. Was der mir bringt? Gute Frage. Hier bin ich wohl noch nicht lang gelaufen. Hier nicht. Hier nicht. Gut, bei dem Nebel ist es aber auch schwierig, etwas auszumachen. Nun gut, egal. Wir sollten jetzt auf jeden Fall... Können wir... Nein, porten können wir uns nicht. Naja, halt so wild. Puh. Mir steht ein anstrengender Kampf bevor. Wobei, das Viech sollte Stufe 15 sein, oder? Toll, ich bin alleine. Klasse. Jetzt noch so Stufe 27, aber trotzdem. Alles klar, dann... Folgen wir ihm mal. Gut, dass ich Noctis immer durch diese engen Felsspalten quetschen kann. Otsukare-san. Wie seid ihr hierher gekommen? Okay, das ist eine große Ruine. Sieh mal an, Feuer. Maximale Kapazität ausgeschöpft. Wahrscheinlich ist das Ding gegen Feuer allergisch. Dann werde ich das gleich mal, Feuer. Gleich mal ausrüsten. Nebelauge besiegen. Alles klar. Okay, dann gucken wir uns hier aber trotzdem noch mal um. Irgendwo hier scheint sein Nest zu sein.
Hochexplosiv, ha? Alles klar. Und überall explosive Fässer. Das ist immer... Sind überall explosive rote Fässer. Warum? Naja. Das hier ist wahrscheinlich... Das hier ist ein altes Fabrikgelände höchstwahrscheinlich. Weshalb hier halt noch diese ganzen Fässer rumliegen. Deckung. Hier geht's nicht lang. Oh, da hinten ist er. Okay. Das war schon ein Erfolg. Okay, Magie. Bevor ich damit anfange, sollte ich vielleicht erst einmal das Ding studieren. Das Monster. Na gut, ich habe ihm schon ordentlich was abgezogen, aber... Das Feuer mit dem Ölfass scheint mächtig hart zu sein. Komm. Feuer, Schild und alles klar. Dann weiß ich ja. Was zu tun ist. So, Feuer. Gift klingt doch gut. Direkt ausrüsten, bitte.
Ach du Scheiße. Boom. やっぱり俺強えわ。喉元すぎればか。正直ギリギリだったよね。 Ja, das war jetzt sogar ein bisschen enttäuschend. Aber was will ich erwarten? Ich bin Stufe 26. Aber ich würde den Speicherpunkt behalten. Ich bin mir sicher, ein paar Kumpels von mir würden das gerne mal machen. Sich einfach mal den Behemoth unter den Nagel reißen. So, gut. Der Schrecken von Daske ist besiegt. Da können wir nicht mehr hoch. Jo, nun, es regnet schon wieder. Also, es hat doch nicht wirklich aufgehört zu regnen. Naja, halb so wild. Wir hätten natürlich auch diesen großen Tank zur Explosion bringen können, einfach. Naja, halb so wild. Und hast du irgendwas in deinem Nest? Natürlich. Kaputte Mundharmonika. Echt jetzt? Ich bringe so einen riesigen Behemoth um die Ecke und ihr gebt mir eine kaputte Mundharmonika. Ich bin viel zu overlevelt. The fuck? Ist klar. Ja, meinetwegen. Ja, klar. Jetzt zur Hölle komme ich hier. Ah! Verstehe, 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 verstehe. Ja! Yudan wa suru na. Ausrüstung, Noctis. Nicht Aufgaben. Ausrüstung, Noctis. Ich hätte gerne meinen Speer wieder. Lol, ich bin ja nass. Ah ja, stimmt, es regnet ja. Wir sind alle nass. Komm, drauf! Aber ich glaube, aus der Entfernung der Prompto besser. Die Kröte hat keine Chance. Das war's in der Tat. Ich würde mal sagen, ja, die sind aufgebraucht. Verdammt. Damn it!
gehen wir dann zu diesem Punkt und sammeln uns noch den Schatz ein. Auf. Ich kann ziemlich auf den Speer werfen. Und schon wieder ist ein Tag rum. Das geht schnell. Na gut, mit einer Behemoth-Jagd kann man natürlich verstehen. So, was haben wir hier? Ein Super-Elixier. Cool. Können wir dir eigentlich auch gleich mal Besuch abstatten? Liegen ja recht nah beieinander. Mehr oder weniger. The Fact! Komm! Komm! Wieso tauchen so viele Kröten auf? Die tauchen wahrscheinlich auf, weil... Es wird schon Nacht. Es ist noch recht hell. Noch. Okay, ich sollte mich nicht okay, alles klar. Da wird's schon dunkel. 19 Uhr. Schon wieder das rechtzeitig? Interessant. Okay, what? Oh,立派な体だな。 Überraschungsangriff. Prompto schießt mit diesem Ding. Hui, so, lass mich jetzt ganz kurz das hier noch einsammeln. Ein Behemoth-Horn. Ja, stimmt, das Viech hat sich hier herumgetrieben. Vielleicht kann man ja tatsächlich, was auch diese Ruine, den Dungeon nur bei Nacht betreten. Wundern wird's mich nicht. Sieht schon irgendwie leicht creepy aus. Oh Gott.
Oh, hier ist schon wieder alles nachgespawnt. Ich war lange nicht mehr da. Nein. Man kann ihn immer noch nicht betreten. Schade eigentlich. Diesmal sind es noch Silbersplitter. Ach, das sind die Krumpi. Das sind ganz schön viele. Wir haben keine Chance. Keine Angst, wir geben gleich schon die Quest ab. Nachts ist es mir, auch wenn die Aussicht schön ist, immer noch zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Na dann. Oh, das Plateau. Sieht bei Nacht aber auch ordentlich krass aus. Es leuchtet so schön. Wo sind die anderen? Die habe ich verloren. Also wild. Kimi tachi ga taiji shite kureta'n daro? Wakaru yo. Minna o daifyou shite ore o iwasete kure. Hontou ni arigato. Ja, chocobo wa? Mochiron. Kimi tachi ni nara itsu demo kashi dasu yo. Das bringt. Nein, sie haben Stufe 3 erreicht. Was auch immer das bedeuten mag. Jagd angestiegen. Yatta! Sasuke notte mio yo nokta. Ja, morgen. Ein Chocobo-Verleih und morgen kannst du dir einen Chocobo mieten. Erstmal sollten wir schlafen gehen, würde ich sagen. Da muss ich unbedingt mal bei Nacht hin. Auch wenn es eine gefährliche Reise wird, definitiv. So, alter Schwede. Jetzt aber nicht sie pennen. Ich würde mal sagen, das war's dann auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächstes Mal wieder. Bis dann, Leute. Haut rein, ihr seid die Besten und Tschüssikowski. Aber erst gleich.
Ach, liest dein Buch. Gladio liest dein Buch? Okay. So, das linke Auge, das rechte. Ah, この写真いいじゃん。でしょ?俺も好き。